deutsch-polnische Landkarte zeigt im Mittelpunkt des Bildes die Stadt Peterswaldau. Rechts davon sehen wir Reichenbach und südlich liegt Langenbielau. Stein-Seifersdorf erreicht man von Peterswaldau aus auf der Straße in Richtung Westen. Nach einigen Kilometern erreicht man den Rand des Ollengebirges und eingebettet in das schöne Tal des Ollengebirges liegt Stein-Seifersdorf. Die Drohne fliegt von Peterswaldau kommend in westlicher Richtung hin zum Ollengebirge. Und in diesem herrlichen Tal des Ollengebirges liegt Stein-Seifersdorf. Wer weitere, detailliertere Informationen über dieses Dorf im Ollengebirge haben möchte, kann sich im Internet darüber sehr umfangreich informieren. Unter www.kreis-reichenbach.de oder www.heimatbund-reichenbach.de sind ausführliche Informationen zu bekommen. Ich habe hier als Vorlage eine kleine Schrift von E. und W. Hönsch, die über Stein-Seifersdorf schreiben. Der Ort liegt an der Klaumnitz in einem schönen Quertal und reicht von Ulbrichshöhe bis an den Fuß der Kittler Koppe. Es wurde wie Schmiedegrund und Kaschbach vor 1593 durch den Besitzer von Peterswaldau, Hans von Peterswaldau, erbaut. Dort, wo die Reichenbach-Wüste-Waltersdorfer Straße das Dorf verlässt, lag die evangelische Kirche, 1785 erbaut, die von den Polen aber beseitigt wurde. In der Nähe lag auch der evangelische Schule und das Schloss der Gräfin von Seatos. Der obere Teil des Dorfes breitet sich am Stein-Seifersdorfer Wasser aus, das von der Kittlerkoppe kommt und in die Klaumnitz mündet. Hier befindet sich die katholische Kirche. Die katholische Schule und das katholische Rettungshaus zum Guten Hirten lagen in der Nähe. Die Hauptbeschäftigung der Bewohner war die Landwirtschaft, die aber auf den steilen Lehnen sehr mühsam war. Viele fanden auch als Hausweber, Fabrikarbeiter, Waldarbeiter und Handelsleute ihren Erwerb. Zum Amtsbezirk Stein-Seifersdorf gehörten Friedrichshain, Friedrichsgrund, Schmiedegrund und Kaschbach. Am Fuß der Ulbrichshöhe liegt das Sanatorium Ulbrichshöhe, das zu deutscher Zeit eine Lungenheilanstalt war. Noch heute sind die wunderschönen Jugendstilfenster im Treppenhaus erhalten. Heute wird das Haus als Reha-Klinik und Alterspflegeheim genutzt. Es wird gut und sehr sauber geführt. Vor einigen Jahren war im Ollengebirge ein sehr schweres Regenunwetter, das im unteren Teil des Ortes große Reparaturarbeiten nach sich zog. Sogar die Straße musste deswegen etwas verlegt werden. Vor kurzer Zeit wurde auf dem ehemaligen Friedhof unter großer Beteiligung aus Deutschland und dem Ort Stein-Seifersdorf und Peterswaldau, zu dem Stein-Seifersdorf jetzt verwaltungsmäßig gehört, ein Holzkreuz aufgestellt, das als Erinnerungsstätte dienen soll. Soweit der Kommentar von dem Ehepaar Hönsch. Wie gesagt, weitere interessante Berichte und aktuelle Bilder
sind auf den genannten Homepages von Stein-Seifersdorf zu sehen. Der Blick geht in Richtung Osten und wir sehen im Reichenbecher Tal die Kreisstadt Reichenbach und auch im Vordergrund Peterswaldau. Das ist die fruchtbare Ebene um die Kreisstadt Reichenbach, die damals auch als der Garten Gottes bezeichnet wurde. Auf der genannten Homepage-Seiten finden Sie eine wunderbare Beschreibung über die Vertreibung von Regina Törpsch, geborene Bauer. Sie hat sehr akribisch aufgeschrieben, was sie damals als 14-Jährige in den Wirren nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Auch eine detailliertere Beschreibung der Geschichte von Stein-Seifersdorf finden Sie in der Homepage des Kreises Reichenbach, des Heimatbundes Reichenbach. Im Bild ist nun das schon genannte Sanatorium Ulbrichtshöhe. Auch über die Geschichte dieses wunderbaren Gebäudes finden Sie auf der Homepage des Kreises Reichenbach eine detaillierte, längere Beschreibung der Entstehungsgeschichte und der Aufgaben dieses Sanatoriums. Wie bekannt gab es ja in Görbersdorf in der Nähe von Warta die erste große Lungenheilanstalt in Schlesien. Genießen Sie nun die herrlichen Bilder von dem Sanatorium und im Hintergrund die Höhenzüge des Zopfens bei der Instrumentalmusik der schlesischen Nationalhymne "Kehr ich einst zur Heimat wieder". Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit, Zuversicht und Optimismus und dass endlich der Krieg in der Ukraine beendet wird und wieder mehr Frieden in dieser Welt wird. Glück auf, Heimat Schlesien, auf Wiedersehen und auf Wiederhören und Abschied von dem wunderbaren Bergdorf Stein-Seifersdorf im Eulengebirge. Nach Veröffentlichung des Films über Stein-Seifersdorf hat mir Frau Brigitte Weiß-Kobayashi das Bild von der evangelischen Kirche in Stein-Seifersdorf geschickt. Ihr Urgroßvater Robert Weiß war dort Pfarrer in Stein-Seifersdorf. Seine Frau Bertha ist die Schreiberin der Briefe, die in dem neuen Buch Eure dankbare Tochter Bertha veröffentlicht worden sind. Von Brigitte Weiß-Kobayashi ist auch das Buch Ein schlesischer Baumwollspinner, welches das Leben des bekannten Textilgiganten Friedrich Sadebeck aus Reichenbach beschreibt. Das Bild
zeigt Pfarrer Ernst Robert Weiß, Urgroßvater der Autorin, der bis 1906 evangelischer Pfarrer in Stein-Seifersdorf war. Die beiden Bücher sind im Laumann Verlag Dülmen erschienen und sind sehr zu empfehlen.